Ja. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die heutige Debatte ist eine gute Gelegenheit, zum Frühlingsanfang, wie meine Kollegin Frau Dr. Schmidt das schon getan hat, an diesem Sonntag Werbung zu machen für einen Besuch im Berliner Zoo oder Tierpark. Ein Ausflug bei den ersten Sonnenstrahlen des Jahres, an der frischen Luft, zu spannenden Tieren und tollen Gärten lohnt sich immer. Und auch die Tierbabys sind ja bereits erwähnt worden. Liebe Berlinerinnen und Berliner, gehen Sie doch zwischen Frühlingsanfang und Ostern mal wieder in den Zoo oder Tierpark. Und dies ist auch weiterhin für alle zu vernünftigen Preisen möglich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schauen Sie sich mal die neuen Preise für das Einzelticket an. Ein Zoobesuch kostet 14,50 Euro und ermäßigt 10 Euro. Und für den Besuch im Tierpark werden 13 Euro regulär und 9 Euro ermäßigt fällig. Damit bieten die Berliner Zoos auch nach dem neuen Preissystem, das am 1. Februar in Kraft getreten ist, 31% Ermäßigung für Schüler, Studenten, Azubis, Arbeitslosengeldbezieher und Schwerbehinderte an. In den anderen großen Zoos in München, Hamburg, Leipzig, Hannover, Köln, Duisburg und Gelsenkirchen gibt es weniger oder sogar gar keinen Rabatt für diese Personengruppen. So müssen in Hamburg alle Besucher 20 Euro bezahlen und in Hannover sogar 25 Euro. Und in Köln und Gelsenkirchen bekommen Arbeitslosengeldbezieher und Schwerbehinderte gar keine Ermäßigung, in Leipzig nur die Arbeitslosengeld-2-Bezieher. Dieser Blick über den Tellerrand zeigt, die Berliner Zoos sind nicht nur mit die attraktivsten in Deutschland, sondern gehören auch zu den sozialsten bei der Preisgestaltung. Und gerade dieses Prinzip, attraktiv und sozial zu sein, zeichnet unsere Stadt ja auch aus. Und dafür steht ganz besonders die Berliner SPD. Und das haben Sie ganz verschwiegen, Frau Kollegin Dr. Schmidt. Einige Preise für Zoo und Tierpark wurden übrigens im Februar gesenkt. So ist es für Wiederholungstäter günstiger geworden. Das freut vor allem Familien. Die Preise für die Jahreskarte wurden deutlich gesenkt. Von bisher 60 Euro Zoo und 58 Euro Tierpark auf einheitlich 49 Euro pro Erwachsenen. Das ist ein tolles Angebot für alle Berlinerinnen und Berliner. Und auch die Familienjahreskarte sind seit 6 Wochen billiger. Die kleine, also ein Erwachsener und alle Kinder, kostet künftig nur noch 60 Euro, bislang 76 und im Tierpark und 77 im Zoo. Und die Familienjahreskarte groß, also mit beiden Elternteilen und allen Kindern, schlägt künftig mit nur noch 99 Euro statt früher 120 im Tierpark und 122 im Zoo zu Buche. Das lohnt sich für Familien, also schon ab 3 Zoobesuchen im Jahr. Ein tolles Angebot. In keinem anderen großen Zoo in Deutschland kommen Familien preiswerter rein. Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem neuen Preissystem für Zoo und Tierpark zum 1. Februar dieses Jahres wurden die Preise erstmals seit 6 Jahren angepasst. Seit 2010 wurde das Preissystem nicht verändert. Im gleichen Zeitraum stiegen aber beispielsweise die Energiepreise besonders stark. Die normale Preissteigerung bei vielen Ausgaben von Zoo und Tierpark kommt dazu. Und mit Recht gab es für das Personal in Zoo und Tierpark auch mehr Geld durch Tariferhöhungen. Deshalb war es richtig, im Februar die Eintrittspreise nach 6 Jahren anzupassen. Wir wollen nicht, dass Zoo und Tierpark auf Dauer am Tropf des Berliner Landeshaushalts hängen müssen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Magalski? Nein. Zu einer vielseitigen, attraktiven und artgerechten Tierhaltung gehören auch faire Eintrittspreise. Und dies garantiert das neue Preissystem. Und das wissen doch eigentlich auch die Linken. Selbst die Lichtenberger Bundestagsabgeordnete der Linken hat im Berliner Kurier zugegeben, dass der Tierpark jeden Cent braucht. Gleichzeitig kann man dann aber nicht die Eintrittspreise auf dem Niveau von 2010 festschreiben wollen. Das ist keine verantwortungsbewusste Politik für diese Stadt und für Zoo und Tierpark schon gar nicht. Vielen Dank.